Herzlich willkommen zu einem Star Talk anlässlich der Herbstlese. Mein heutiger Gast, das ist ein so netter, sympathischer Mensch, mit dem man abends gerne am Kamin oder im Garten sitzt und ein Glas Wein trinkt und sich Witze erzählt. Aber nicht nur das, auch über Literatur sich gerne unterhält. Aber Witze ist zurzeit sein Thema, denn er hat unheimlich viele Witze gesammelt. Er weiß im Humor sehr gut Bescheid. Und jetzt sind Sie überrascht, ne? Helmut Karasek ist mein Gast. Und wenn es um Witze geht, kann es eigentlich gar keinen besseren geben. Hallo, Herr Karasek, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich Sie wieder hier in Erfurt treffe. Sie waren ja nun schon öfter in Erfurt. Ja, ich bin in Erfurt auch immer verwöhnt worden. Ich erinnere mich, dass in Erfurt jedes Mal, wenn ich bei der Herbstlese war, dass wir in ein größeres Etablissement umziehen mussten zum Lesen. Und sowas macht einem gegen die Stadt, der Stadt gegenüber dankbar. Nun kennt man Sie ja als den Literaturkritiker und gar nicht so als den Witzesammler. Wie kommt es, dass Sie sich dem Humor angenommen haben? Also ich habe ein Buch über das Alter geschrieben und das war keine lustige Angelegenheit sozusagen. Das Alter ist ein Zustand, wo es immer weniger zum Lachen gibt. Aber es gibt die meisten Witze über das Alter. Und dann habe ich gedacht, warum lacht man darüber, was so unangenehm ist? Und da sind mir auch die Diktaturen eingefallen. Auch je schlimmer eine politische Staatsform ist, umso mehr Witze werden gemacht. Und Witze werden auch da gemacht, wo die Doppelmoral am schrecklichsten ist, in den Beziehungen zwischen Mann und Frau. Also sind Witze immer ein Ventil, zum Überdruck, dem die Seele ausgesetzt ist. Wenn sie denkt, du sollst nicht und das Es sagt, du willst und das Ich muss sich benehmen, dann ist der Witz das Ventil, das einem eine gewisse Freiheit schafft. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist folgende. Zwei Freunde treffen sich, sagt der eine zum anderen, du bist aber ziemlich dick geworden. Ja, sagt er, ich weiß auch nicht. Ich sitze zu Hause mit meiner Frau vor dem Fernsehen. Wir gucken dann noch den Krimi und dann Günther Jauch und dann gehen wir ins Bett und dann machen wir das Licht aus und nach einer Weile strecke ich die Hand nach meiner Frau aus und dann schreckt sie hoch und sagt, iss was und dann gehe ich zum Kühlschrank und esse was. Ich meine, dass eigentlich ein ziemlich trauriger Tatbestand für langjährige Beziehungen. Deshalb lacht man, weil man sich in diesem Witz befreit davon, dass es so ist. Nun gelten die Deutschen ja generell als recht humorlos. Widersprechen Sie dem bitte jetzt. Ich widerspreche dem auf das Heftigste. Es gibt kaum größere Humoristen wie Wilhelm Busch im 19. Jahrhundert oder Loriot im 20. Jahrhundert. Wenn Sie nur die beiden nehmen würden, daneben gibt es noch Karl Valentin und es gibt so viele Komiker in Deutschland. Also Deutschland ist längst nicht mehr das Land, wo man in den Keller geht, um zu lachen. Die Deutschen lachen komischerweise Gott sei Dank auch über ihre Eigenschaften. Das finde ich sehr gut. Gibt es eine bestimmte Eigenart im deutschen Witz? Denn ich weiß von Ihnen, Sie sind ja auch ein Freund des jüdischen Humors, des jüdischen Witzes. Da gibt es ganz bestimmte Eigenarten. Aber gibt es denn die auch im Deutschen? Ja, also die Eigenarten hatte ich eben mit dem Iswas-Witz, diese Befolgungstreue. Es gibt also beispielsweise den Witz von den Prokuristen, der von seinem Chef einen Urlaub nach Südamerika, nach Brasilien geschenkt bekommen hat. Und er fährt nach Brasilien und kommt wieder und der Chef sagt, na, wie hat Ihnen das gefallen? Sagt er, tolles Land, eines meiner liebsten Länder. Vor allem die Bevölkerung, die Hälfte sind Fußballspieler, die andere Hälfte Huren. Da sagt der Chef zu ihm, wie kommen Sie darauf? Meine Frau ist Brasilianerin. Darauf sagt der Prokurist, in welchem Verein hat sie gespielt? Also so, diese deutsche Erfüllungsstrategie, die will man dann wieder herstellen im Witz.
Nun hat aber Deutschland auch Diktaturen erlebt. Da gab es natürlich auch Witze, die ins Gefängnis führten. Natürlich, sogar zur Todesstrafe. Also die Witze über das Dritte Reich, es gibt Emigrantenwitze. Zum Beispiel zwei Emigranten, einer besucht den anderen in New York. Sagt man, sagt, bist du Meschugge, du hast ein Hitlerbild in deinem Zimmer. Da sagt er, das ist gut gegen das Heimweh. Oh. Er ist schon böse, aber gut. Ja, und der andere Witz geht so, im KZ fragt der KZ-Kommandant einen jüdischen Häftling, du kriegst einen Tag arbeitsfrei, wenn du erkennst, welches meiner beiden Augen das Glasauge ist. Und da sagt er, das linke. Wie hast du das gefunden? Da sagt er, das guckt so menschlich. Schaut so. Ja, ja, ja. Es ist also einfach, der jüdische Witz war eine Abwehr gegen diese Diktatur. Es gibt auch wunderbare Witze über die DDR-Zeit. Einer meiner Liebsten ist Honecker in Wandlitz. Er wacht auf, es ist ein strahlender Sonntag. Er guckt die Sonne an, sagt, guten Morgen, liebe Sonne. Da sagt die Sonne, guten Morgen, Herr Staatsratsvorsitzender, ich wünsche ein frohes und erfolgreiches Schaffen für die Bevölkerung. Mittags sieht Honecker die Sonne, wie sie im Süden steht. Er sagt, guten Tag, liebe Sonne. Die Sonne sagt, guten Tag, Herr Staatsratsvorsitzender. Ich wünsche weiterhin ein frohes und gesundes und erfolgreiches Schaffen für die DDR. Am Abend geht die Sonne im Westen unter und Honecker guckt hin und sagt, guten Abend, liebe Sonne. Da sagt die Sonne, jetzt kannst du mich am Arsch lecken, jetzt bin ich im Westen. Also so, jede politische Form hat ihre Witze. Wir haben natürlich auch neue Witze in der Bundesrepublik. Zum Beispiel die Gutenberg-Witze waren immer hervorragend. Gutenberg, der seine Doktorarbeit ja gefälscht hat. Wir sind ja dauernd in Doktorarbeiten Fälschungsentlarvung. Und er hat sie kopiert. Und da kommt, als er noch im Amt war, der erste Gutenberg-Witz war der, kommt einer zum Verteidigungsministerium, sagt ein Handwerker und sagt, ich soll den Kopierer reparieren. Da sagt der Pförtner, haben Sie Pech, der ist gerade in Kundus. Also es gibt immer Witze, gibt natürlich auch Witze über sportliche Ereignisse, dass der FC Bayern alle drei Titel versaut hat. Den Champions League-Titel, den Pokaltitel und den Meisterschaftstitel. Überall ist Bayern nur Zweiter geworden. Und es gab einen bestimmten Spieler, der daran schuld war. Aber ich erzähle erstmal einen Witz. Das ist ein Witz, der lässt sich dann auf andere Situationen übertragen. Aber da war er so passend und zeigt auch, dass Witze wie Pilze aus dem Boden schießen. Ein Richter verurteilt einen Angeklagten zum Tode und sagt, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, sie werden morgen früh erschossen. Die gute Nachricht ist, Robben schießt. Ja. Also Witze beziehen sich aktuell auf irgendwas, spielen sich darauf ein und sind eine Antwort darauf. Sie sind eine schnelle Reaktion des Volkswitzes auf Situationen. Heute werden ja Witze ganz schnell weitergegeben über Twitter, über Facebook, über die Medien. Ja. Früher hat das ja gedauert, ehe ein Witz sich verbreitet. Sie sagen, die Witze, oder ging das da auch schnell? Ich glaube, es ging auch schnell. Also der Stammtisch hat eine große Geschwindigkeit, wie der Vogelflug. Also Witze verbreiten sich sehr, sehr schnell, glaube ich. Aber natürlich ist Twitter und Facebook und Google und alles, das sind Witzeverbreitungsgeschwindig-Beschleuniger. Sagen Sie, These, Witze sind das kleinste Stück Literatur. Ja, Witze sind wie Märchen oder Volkslieder ein Ventil der Volksseele und ein Ventil der Menschen. Und wenn sich Menschen zusammensetzen und Witze erzählen, so ist das fast so schön, wie wenn sie zusammen singen würden. Es klingt nur nicht so schön. Dafür ist das Gelächter aber auch boshafter und erfolgreicher. Was halten Sie zurzeit für den größten Witz?
den größten Witz. Also meine Lieblingswitze schwanken. Ich habe einen Strauß-Kahn-Witz, den ich sehr, sehr mag. Strauß-Kahn und der Papst sterben am selben Tag. Und an der Empfangsstelle, an der Registratur, wo zwischen Himmel und Hölle entschieden wird, herrscht ein bisschen zu toller Berufsverkehr, und so wird der Papst aus Versehen in die Hölle geschickt und Strauß-Kahn in den Himmel. Und als der Papst unten ankommt, beschwert er sich sofort, und die sagen: Entschuldigung, heiliger Vater, es ist uns in der Eile passiert, wir haben aber jetzt Schichtwechsel, Sie werden morgen um 6 Uhr sofort ausgetauscht. Um 6 Uhr kommt er von unten und Strauß-Kahn kommt von oben. Und Strauß-Kahn sagt etwas herablassend beim Herrn: Ich weiß gar nicht, was Sie im Himmel wollen. Da sagt der Papst: Naja, unter anderem Jungfrau Maria sehen. Da sagt Strauß-Kahn: Zu spät. Und da kommen wir auch schon wieder zur Frage, wie weit darf ein Witz gehen? Denn wir denken nur an die Titanic oder andere, die dann eben halt auch schon mal Ärger kriegen mit dem Vatikan. Ja, also Witze werden ja meist in privaten Kreisen erzählt. Da darf man nicht den Fehler machen, dass man den Gastgeber beleidigt, weil er Stotterer oder sowas ist. Das sollte man vermeiden. Witze in der Öffentlichkeit würde ich zurzeit niemandem raten, Muslimwitze zu machen, weil die verstehen im Moment kaum Spaß. Und warum soll man das machen? Witze über Religion soll man dann nicht machen, wenn sie sehr verletzend sind. Sie können sehen, wie pervers das werden könnte, wenn Sie an die russische Gruppe Pussy denken. Die haben sozusagen, sind die in einem ex-sozialistischen Staat wegen Religionsverletzung belangt worden, was besonders absurd ist. Also Witze bergen auch ein gewisses Risiko für den Witzeerzähler. Also Witze sollte man über Religion nur machen, wenn man dieser selben auch angehört, ja? Ja, oder wenn man sicher weiß, dass der Witz gut ist. Der andere drüber lachen kann. Ja. Herr Karasek, nun ist Ihr Buch Schön gebunden erschienen, aber die Trends gehen natürlich auch in Bücher, die man sich elektronisch herunterlädt. Was sagen Sie zu der Entwicklung? Ich sage immer, was man sagt, wenn irgendjemand den Arbeitgeber wechselt: Reisende soll man nicht aufhalten und Reisende kann man nicht aufhalten. Wir erleben eine der größten Revolutionen in der Kulturgeschichte, vergleichbar der Revolution, als das Buch erfunden wurde, die Buchdruckerkunst. Jetzt ist die Buchdruckerkunst auf einmal obsolet und überflüssig geworden. Und da stehen wir mitten in dem Prozess. Und ich muss Ihnen sagen, wie der ausgeht, das weiß ich nicht. Dass ich die Folgen jetzt schon spüre, ist ziemlich für mich ein ziemlich erschreckendes Erlebnis. Aber was Dürrenmatt hat das im Zusammenhang mit der Atombombe in einer seiner Komödien gesagt: Was einmal erfunden worden ist, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Also man muss mit der Erfindung leben und man wird auch damit leben. Und vielleicht denke ich, dass das Buch sich trotzdem erhalten wird. Man sagt ja schon, die Frankfurter Buchmesse sollte nicht mehr Buchmesse, sondern eher schon Contentmesse heißen. Ja, so ist das. Es ist natürlich so, es gibt auch dazu schon einen modernen Witz, der heißt so: Buchhandlungen sind Adressen, wo man Amazon-Bücher abholt. Ja. Herr Karasek, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank noch einmal.